So, hallo und herzlich willkommen am Fluss. Ich hätte da mal noch einen Beitrag, über den ich ein bisschen reden wollen würde. Ja, das ist jedes Mal so. aber diesmal was Interessantes, meiner Meinung nach, wo ich wirklich schon ganz lange überlege, ja, ist da was dran, ist da nichts dran. Jetzt habe ich mal eine Zeit lang recherchiert und zwar geht es um Shinrin-yoku auf Japanisch. Wenn ich das dann korrekt ausspreche, bin ich mir nicht sicher. Waldbaden zu Deutsch, ja, also frei übersetzt, heißt wörtlich übersetzt nochmal ein bisschen was anderes, schreibe ich euch unten hin. Vielleicht schon mal gehört, ist inzwischen ein ziemlicher Trend geworden. Da geht es darum, im Walde rumzuspazieren, achtsam im Walde herumzuspazieren, entspannt und langsam im Walde herumzuspazieren. Das Spazieren steht auch gar nicht im Vordergrund, sondern das Erleben des Waldes, das Zeitverbringen im Wald und das entschleunigte Zeitverbringen im Wald. Ob das jetzt mit Meditationsübungen, Achtsamkeitsübungen, autogenem Training, was weiß ich, was für ein Krempel gekoppelt ist. Das ist alles, ist alles legitim. Ja? Ich persönlich mache sowas nicht so, außer meditieren habe ich mal ausprobiert, als ich mal eine asiatische Phase hatte. Hat auch eigentlich ganz interessant, aber habe da keine Zeit für. Nein, würde mir wahrscheinlich auch jetzt theoretisch ein bisschen gut tun, sowas in die Richtung zu machen, aber ja, ist halt nicht so hundertprozentig meins. Hat trotzdem seine Berechtigung, ja, nur weil man persönlich da keinen Bock drauf hat, heißt das ja noch lange nicht, dass das deswegen nichts taugt. So, das ist plus minus Waldbaden. Ja, die allgemeine Meinung, dass man da Bäume umarmen würde, wenn man Waldbaden geht, das kann sein, das muss aber nicht zwingend sein. Und ich glaube, die meisten seriösen Anbieter von Waldbaden, Stunden, Kursen, Exkursionen, weiß nicht, wie man das nennt, umarmen tendenziell eher keine Bäume. Vielleicht noch eher irgendwie Hand auflegen auf Rinde, spüren das Rinde warm, spüren woanders Rinde kalt, vielleicht sowas in die Richtung. Einfach generell mehr Wahrnehmung der Umgebung, gemütlichere Wahrnehmung, Wald mit allen Sinnen erleben, Barfußfahrt, solche Späße, generell Barfußlaufen im Walde, die Umgebung aktiv wahrnehmen. So, und warum das Ganze? Weil das entspannt. Und das tatsächlich, und das ist inzwischen nachgewiesen, und darum ja auch dieses Video, gesundheitsfördernde Wirkungen hat. Nicht haben kann, sondern hat. Jetzt wirkt das natürlich nicht zwingend bei jedem. Es hängt unter anderem wahrscheinlich davon ab, wenn du jemanden, der die ganze Zeit im Wald ist, ein Forstwirt zum Beispiel, ja, nach Feierabend nochmal in den Wald jagst, damit er dann da jetzt, Moose streichelt, dann hat das wahrscheinlich keinen zusätzlich entspannenden Effekt mehr. Irgendwann willst du auch mal nach Hause und nicht die ganze Zeit nur im Wald hängen. Das heißt, für Angehörige von Waldberufen, ja, vielleicht nicht unbedingt notwendig, beziehungsweise ergibt sich aus dem Beruf selber, dass man schon genug im Wald ist und die positiven Wirkungen, die der Aufenthalt als solcher im Walde mit sich bringt, sind dann quasi automatisch gegeben. Ne? Aber für insbesondere Menschen, die normalerweise nicht ins Grüne rauskommen, Stadtpark funktioniert übrigens auch, muss nicht zwingend nur Wald sein, beziehungsweise das wird noch untersucht, aber wer so gar nicht ins Grüne kommt, für den ist ein Aufenthalt im Grünen dann meistens Wohlbefinden fördernd. Jedenfalls so häufig, dass man das wirklich statistisch nachweisen kann. Es ist also quasi wie bei einem Medikament, das bei nicht jedem wirkt, aber bei 80% der Probanden, dann wird man es auf jeden Fall zulassen und als wirksam bezeichnen, weil da meistens klappt es. Und wenn es nicht hilft, dann passiert zumindest nichts Schlimmes. Nebenwirkungen hat es normalerweise keine, sich im Wald aufzuhalten. Es sei denn, auch das gibt es, ne? Du hast jetzt irgendeine spezielle Allergie gegen irgendwas, was eher im Wald als vorm Wald auftritt und oder rennst in die Brennnesseln, das ist auch eher ungesund, oder kuschelst mit riesen Bärenklau oder sowas in die Richtung, das sollte man alles sein lassen. Frisst blauen Eisenhut, gut, den Fehler machst du nur einmal. Gut, wie auch immer, wer ist da drauf gekommen, wer hat es erfunden, waren es die Schweizer? Nein, diesmal nicht, es waren die Japaner, wie Shinrin-yoku natürlich eben auch schon vermuten lässt. Ein Professor Lee nennt er sich, der ist bis heute aktiv und bewirbt unter anderem eben sein eines Forschungsgebiet, was heißt sein eines, sein Hauptforschungsgebiet, nämlich eben die positive Wirkung des Waldes auf die Gesundheit. Ist also damit jetzt quasi auch ein Professor für Waldbaden, wenn man so möchte. Klingt alles lächerlich, ist es aber tatsächlich eben nicht, wenn man sich mit der
Mechanik mal ein bisschen auseinandersetzt und ein bisschen sich Gedanken macht, welche Wirkmechanismen denn da dahinter stehen könnten. Ein bisschen Kritik ist hier und da auch angemessen, aber wir gehen das jetzt mal ein bisschen der Reihe nach durch. Ich habe einen Zettel. Also, Punkt 1, fragen wir uns mal eben schnell, ist es denn erforderlich, spezielle Übungen beim Waldbaden durchzuführen? Musst du da jetzt meditieren und dem Vogel zuhören und das Moos betasten und achtsam über Laub laufen und sowas in die Richtung? Ja? Das ist wirklich nicht böse gemeint, auch wenn das immer so klingt, als würde ich mich da irgendwie drüber lustig machen wollen. Nein, wirklich nicht. Das ist gut. Macht das. Ja? Und wenn nicht, dann lasst es. Aber es ist wirklich nichts Schlimmes dran. Überhaupt nicht. Man sollte sich nicht drüber lustig machen. So. Und ist das zusätzlich nochmal mehr wirksam als der reine Aufenthalt im Wald? Und das ist so die momentan noch völlig ungeklärte Forschungsfrage. Kann man so nicht sagen. Es gibt ein paar Ansätze von Studien, die versucht haben, das zu untersuchen, indem sie eben eine Kontrollgruppe so in den Wald geschickt haben und eine andere Gruppe mit den ganzen Kladderadatsch in den Wald geschickt haben. Und am Ende sind alle aus dem Wald zurückgekommen und hatten eine gute Zeit. Und bei der Kontrollgruppe hatte halt eine gute Zeit und fertig. Die diese speziellen Übungen gemacht haben, haben nach eigener Aussage mehr Entspannung erfahren und waren total hin und weg. Messen, abgesehen von subjektiver Wahrnehmung, konnte man das so aber nicht. Und das ist halt generell so ein bisschen ein Problem, wenn der positive Effekt eines Waldbesuchs oder einer Übung im Walde nur auf subjektivem Empfinden der Probanden, nur in Anführungszeichen, auf subjektivem Empfinden der Probanden beruht und wir keine messbaren, also abgesehen durch Umfrage, messbaren Ergebnisse anderer Art, physische Veränderungen im Körper, Konzentration von Stresshormonen oder Ähnlichem, erkennen können, dass da noch andere Wirkungsmechanismen am Wirke sind, dürfen wir wohl davon ausgehen, dass zumindest ja, die Wirkung sich derzeit scheinbar auf ein subjektiv empfundenes Wohlbefinden begrenzt. Ich denke, das ist auch sehr stark von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es wird Leute geben, die stresst es eher, wenn du ihnen mit Achtsamkeitübungen kommst, weil sie einfach überhaupt keinen Bock drauf haben. Und es gibt Leute, die sind empfänglich für sowas, denen das wirklich was bringt. Und ich denke, da müssen wir uns also jetzt gar nicht so furchtbar viele Gedanken drüber machen und einfach gucken, dass jeder individuell, wenn er Lust hat, wirklich mit dem Waldbademeister unterwegs zu sein. Entschuldigung, ich musste den Spruch bringen. Und da was für sich draus ziehen kann, dann ist das super, machen. Ja, wenn das nicht notwendig ist und man das Gefühl hat, dass es einem schon toll geht, nachdem man eine Stunde im Wald einfach so rumgesessen ist und nichts getan hat, super, machen. Ja, wenn du dabei, keine Ahnung, häkeln möchtest, stricken möchtest, ein Buch lesen und trotzdem geht es dir hinterher auf jeden Fall besser, als wenn du das Buch irgendwie drinnen im Schaukelstuhl gelesen hättest oder in einer lauten Fußgängerzone in meinetwegen Stuttgart, dann sind das Effekte, die auf jeden Fall auftreten. Aber ob die Aktivität als solche eben eine Rolle spielt, das wissen wir noch nicht so genau. Das wollte ich gerade mal kurz vorwegnehmen, weil Faktoren, die wir wissen, dass sie wirksam sind, sind nämlich das sogenannte Schonklima. Ja, das ist der Waldbaden bzw. Aufenthalt im Wald soll ja auch physisch der Gesundheit beitragen. Ne? Das ist einem dadurch, dass es sich schöner anfühlt und man sich gefühlt besser fühlt, das ist auch wichtig. Ja, kommen wir auch gleich zu. Psychische Auswirkungen, auch für psychische Erkrankungen, ganz, ganz wichtig. Aber, und das ist eher überraschend, es hat eben auch physisch nachweisbare Auswirkungen, dass der Aufenthalt im Walde einen ja, gesunden lässt, so man dann eben nicht ganz gesund war oder beziehungsweise verschiedene Biowerte körperlicher Art, Messwerte tatsächlich besser werden, nachdem man im Wald war. Und man vermutet, dass jetzt gerade die physische Auswirkung des Waldbesuches mit dem sogenannten Schonklima des Waldes zusammenhängt. Ein Schonklima, das ist im Grunde das, weshalb man früher zur Kur an die Nordsee gefahren ist, ja, wegen der guten Luft. Das mag jetzt albern klingen und aus heutiger Sicht ist das vielleicht alles ein bisschen, ach, das war doch nur Hokuspokus damals, ist aber nicht so. Die Tatsache, dass eine Luftveränderung und die Qualität der Atmosphäre, also des Teils der Atmosphäre, in dem man sich gerade aufhält,
kann absolut positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Schönes Beispiel Helgoland. Helgoland-Aufenthalte werden heute noch verschrieben für zum Beispiel Allergiker oder Leute mit speziellen Lungenleiden, die besonders reine Luft ohne viele Schwebstoffe benötigen. Also wo möglichst wenig Partikelchen in der geatmeten Luft drin sind. Dafür kannst du jetzt einen krassen Filter an die Wand hängen und dein Haus hermetisch abriegeln, dass nur noch gefilterte Luft drin landet. Oder du gehst halt nach Helgoland und hockst in Helgoland auf dem Berg und freust dich des Lebens, weil du endlich mal vernünftige Luft für dich, vernünftige Luft atmen kannst. Ja, zum Beispiel Feinstaub spielt auf Helgoland nahezu fast überhaupt keine Rolle, gibt es da so gut wie nicht. Und wer auf sowas empfindlich reagiert, für den ist dann Helgoland oder ein Wald, ein sogenanntes Schonklima. Ja? Also die Abwesenheit von Schlechtem. Schonklima heißt nicht unbedingt, da ist alle, sind spezielle positive Faktoren am Werk, sondern einfach weniger Schlechtes. Und das können wir als wahrscheinlichste und Hauptursache der positiven Wirkung eines Waldbesuches schon mal ausmachen, der Mangel an Negativen sozusagen. Nämlich konkret tatsächlich saubere Luft. Das liegt an der trockenen und nassen Depositionswirkung des Kronendaches. Funktioniert folgendermaßen. Ja, ein dreckiges Luftpaket, ja, also die Luft, die irgendwo aus dem Schornstein kam beispielsweise. Das kann einfach der Schornstein vom Nachbarn sein, der seinen Holzofen schlecht angeheizt hat und da rußt jetzt gerade wie Sau. So, und diese Wolke zieht jetzt vorbei und du läufst durchs Dorf und rennst da rein und atmest einen Haufen Feinstaub ein. Das mag Bio-Feinstaub sein, weil es bestes Bioholz aus dem Wald der Umgebung ist für deine Lunge womöglich ein Problem. Hängt jeweils von der individuellen Lunge ab, aber jede Lunge eines jeden Menschen braucht so ein Zeug nicht und hat immer ein bisschen damit zu tun und dein Körper, dein Immunsystem, Gesamtorganismus hat immer ein bisschen damit zu tun, jetzt die möglichen negativen Konsequenzen, die eingeatmeter Rauch auf deinen Körper haben kann, irgendwie zu bekämpfen. Zum Beispiel können Stickoxide im Rauch drin gewesen sein, das können, sind immer. Diese können potenziell Dinge oxidieren im eigenen Körper, in der Lunge und so weiter und so fort, die nicht oxidiert gehören. Und deswegen muss der Körper dann reagieren, indem er Antioxidantien bindet oder eben auf den Weg schickt oder irgendwie vorrätig hat oder irgend sowas. Aber Antioxidantien müssen da sein und die müssen erstmal konstruiert und produziert werden und, oder gegessen werden, je nachdem. Es ist Arbeit. Ja? Dein Körper ist einfach damit beschäftigt, was gegen das Zeug, was dir gerade nicht gut tut, zu unternehmen. So, und wenn du jetzt im Wald hockst und das Kronendach führt dazu, dass die Rauchwolke, die jetzt in den Wald reindriftet, durch das Kronendach, sowas, da sind ja, hier, da sind Blätter, da durchdriftet sozusagen, ja, dann ist eine hohe Chance, dass schlicht und ergreifend durch dieses sehr grobe Netz, was wir da in Form von Blättern in der Vegetation haben, schon einiges tatsächlich an Rußpartikelchen einfach an der hohen Oberfläche von irgendeinem Blatt hängen bleibt. Ja, weil Blätter sind ja nicht super, super antiklebrig, sondern haben auch eine gewisse Oberfläche, eine gewisse Rauigkeit, eine gewisse Klebrigkeit je nach Blatt. Da bleibt Staub dran hängen. Staub schlicht und ergreifend, ja, aus der Luft am Blatt und da hängt er jetzt. So, und das nennt man trockene Deposition. Je dichter der Wald, je höher der Leaf Area Index, also Blätter pro Quadratmeter sozusagen oder Blätter pro Fläche, die wir über uns rumhängen haben. Und je mehr ein Luftpaket durch diese Blätter durch muss, bevor es dann am Waldboden ankommt, wo wir hocken und atmen, weil wir hocken ja nicht in den Baumkronen und atmen, also die meisten von uns nicht, außer vielleicht Tarzan, sorry, bist eine Minderheit, dann ist da gar nicht mal mehr so viel Zeug drin. Schwefel, irgendwelche Schwefelverbindungen, grundsätzlich irgendwelche giftigen Rauchgasgeschichten. Es muss ja nicht unbedingt nur der nette Kachelofen vom netten Nachbar gewesen sein, der jetzt für die Rauchwolke verantwortlich ist. Es könnte ja auch irgendein Industrieabgas von irgendeiner bösen Industrie sein, die irgendwas im Rauchgas drin hat, das noch nicht verboten ist, weil man noch nicht nachgewiesen hat, dass es schädlich ist. Was es aber wäre, was keiner weiß und du kriegst es nicht mit und atmest es die ganze Zeit ein und dir geht es nicht gut und du weißt gar nicht wieso. Dabei atmest du die ganze Zeit so ein Zeug ein, aber keiner kannst dir sagen, weil du es nicht mitbekommst. Ne? Theoretisch möglich. Ich will ja jetzt keine Ängste schüren und keine schlafenden Hunde wecken und so weiter und so fort. Aber gehst du in den Wald,
ist die Konzentration von so einem Zeug in jedem Fall geringer. Der Wald selber gibt nichts ab, was unserem Körper irgendwie schaden würde. Also es gibt kein an die Luft abgegebenes Toxin oder irgend sowas in die Richtung, womit wir Menschen nicht klarkommen würden. Eine gewisse genetische Komponente wird diskutiert, komme gleich nochmal zurück zur Luft, aber wollte ich nur an dieser Stelle anmerken, da wir letzten Endes irgendwann auch mal auf dem Baum rumgeturnt sind und vielleicht mal sogar noch einen Schwanz hatten, ist es wohl so, dass uns wird diskutiert, kann man nicht beweisen, aber mir gefällt die Idee. Man kann auch nicht das Gegenteil beweisen, daher können wir ruhig so tun, als sei es so. Ja, wir müssen nur uns klar sein, es ist eine Vermutung, es ist keine bewiesene wissenschaftliche Tatsache. Wir fühlen uns wohl in der Umgebung, aus der wir stammen. Wir sind alles Affen, irgendwann mal gewesen, ne? Genetisch immer noch Affengene drin und als solche Waldbewohner. Der Mensch stammt aus dem Wald, der ist vom Baum runtergekraxelt, in die Steppe gegangen, hat festgestellt, in der Steppe ist hinstellen, sinnvoll, aufrechten Gang erfunden und so weiter. Das ist alles verdammt lang her, aber irgendwann mal waren wir Waldbewohner. Und gerade in Mitteleuropa scheint es wohl so zu sein, das ist nämlich auch unterschiedlich, je nachdem, wo Leute herkommen, ethnisch. Kulturell, genetisch sozusagen. Ja? Also genetisch sind wir alles Afrikaner, klar. Aber noch feiner, spezifisch angeguckt, Entwicklungen seit der Tatsache, dass wir alles Afrikaner sind, da spielt es eine Rolle, ob du in einem Waldland genetisch, wie gesagt, herkommst oder eben aus einer Steppenregion ein Inuit bist oder sowas in die Richtung. Das hat schon auch Auswirkungen, das ist wohl, scheint es so zu sein, ne? Nochmal, das ist nicht bewiesen, dass du dich in deiner urtümlichen Landschaft, deiner Naturlandschaft für die Region, wo du genetisch schon seit vielen tausend Jahren nach Möglichkeit her bist, sozusagen, ne? Dass du dich da in der dazugehörigen Urnatur oder Standardlandschaft, wenn man so möchte, am wohlsten fühlst. Und das bedeutet für Bewohner von Waldländern, und das ist nämlich interessant, Waldbaden wird nicht praktiziert von zum Beispiel Beduinen. Erstens haben die gar keinen, zweitens brauchen sie das wohl auch nicht. Es sind Waldländer, Japan ist auch ein Waldland, mal abgesehen von Küste haben die Wald, als Urnatur sozusagen. Und Waldländer betreiben dann auch eben dieses Waldbaden. Das ist ganz interessant, dass sich das in Nicht-Waldländern oder zumindest nur sporadisch Waldländern hat sich das bisher nie durchgesetzt. Interessanterweise gibt es auch kein Gebirgsbaden, beziehungsweise gibt es schon, hat aber keinen nachweisbaren Effekt, weil zum Beispiel, und damit kommen wir jetzt zurück zum Wettereffekt, beziehungsweise zur guten Luft, die es im Wald nun mal gibt, weil im Gebirge hast du halt keine Vegetationsschicht, die zum Beispiel irgendwelchen Dreck aus der Luft rausfiltern würde. Es mag sein, dass im Gebirge trotzdem gute Luft ist, weil die schlechte Luft bis dahin gar nicht kommt oder die Konzentrationen einfach viel kleiner sind, weil in den Alpen halt die nächste Fabrik, die irgendwelchen Scheiß in die Luft pustet, halt viel weiter weg ist als woanders in Deutschland. Und ne, dann hat sie einfach aus Abstandgründen eine bessere Luft. Oder eben Helgoland. Da spielt natürlich eine Rolle, dass man super weit weg ist vom Festland. Da spielt eine Rolle, dass die ganze Meeresluft eben positive Auswirkungen hat. Und die Tatsache, dass da fast alles rausgeregnet ist, weil es irgendwann mal zwischen Festland und Helgoland entweder regnet oder die Luftfeuchtigkeit so groß ist, dass Partikelchen da raus sind. Da kenne ich mich nicht aus, ich bin ja kein Ozeanmensch, sondern Waldmensch. Aber ja, ne? Die Luft ist sauberer. Entweder wenn du weit weg bist von der Zivilisation oder eben nicht weit weg von der Zivilisation, dann aber unter Vegetation. Und die nasse Deposition ist jetzt der andere Faktor, der neben der trockenen Deposition für saubere Luft im Walde sorgt. Nämlich, wenn jetzt einfach immer nur Staub an den Blättern hängen bleiben würde, hättest du irgendwann super staubige Blätter und dann ist irgendwann mit der Speicherung auch vorbei. Ja? Aber die werden ja regelmäßig abgewaschen und sobald der Dreck von den Blättern abgewaschen wird und auf dem Boden landet und im Boden umgesetzt wird, im Boden versickert, von den Wurzeln gegebenenfalls aufgenommen, so es dann brauchbar ist, wenn nicht im Boden gespeichert, im schlimmsten Fall im Grundwasser ausgetragen oder im besten Fall, je nachdem, um welche Substanz es sich handelt, eines Tages ist das Zeug jedenfalls wieder weg. Und das sorgt für eine gewisse Selbstreinigungswirkung des Waldes, für immer wieder frische, saubere Blätter, an denen dann wieder neuer Dreck, Ruß, Staub haften kann und wir haben einfach partikelärmere Luft. Nicht unbedingt partikelärmer, aber auf jeden Fall schädliche partikelärmer. Ja? Und das haben wir eben schon, seit es Lagerfeuer gibt. Ein Lagerfeuer ist auch furchtbar hustend und total ungesund, wenn du Lagerfeuerrauch einatmest. Und das haben wir schon seit Menschengedenken immer getan, seit wir merken, okay, Rauch ist doof,
aber draußen im Schnee stehen auch, also hocke ich lieber am Feuer, ja? So in etwa. Und ja, es ist einfach gute Luft, Schonklima. Ja? Dazu kommt angenehmeres Licht, dir knallt nicht die Sonne auf den Pelz. UV-Strahlung ist immer ungesund, ja? Selbst wenn man diesbezüglich genetisch angepasst ist und zum Beispiel eine dunkle Hautfarbe hat, was da super praktisch ist, ja? Das ist ja eine total tolle Erfindung und ursprünglich hatten wir das ja alle mal vermutlich, weil es halt eben so eine total tolle Erfindung ist und in Ländern, wo eben die Sonne runterbrutzelt, dringend notwendig und wir wahrscheinlich nur deswegen als Waldbewohner, also genetisch gesehen, wer jetzt schon immer in Europa wohnte, als waldnaher Mensch sozusagen, mag in Zusammenhang geben, wird auch diskutiert. Ja? Wichtig an dieser Stelle, Hautfarbe sagt nichts über den Wert eines Menschen aus. Hautfarbe ist aber unterschiedlich und auf einer biologischen Ebene ist es interessant, woher biologisch diese Unterschiede kommen. Ja? Was man dabei eben nicht vergessen darf, ist, dass das überhaupt nichts über den Wert eines Menschen aussagt und es keine richtige oder falsche Hautfarbe oder sowas in diese Richtung gibt. Nur, dass ich das gleich nochmal mich distanziert habe von irgendwelchen Ideen, dass weiß oder hellhäutig die bessere Hautfarbe sei. Man kann damit ein bisschen mehr Vitamin D produzieren und das war aber auch schon der einzige Vorteil. Ne? Ansonsten bist du dunkelhäutig, gerade in der Zeit der globalen Erwärmung, eigentlich besser dran. Das nur mal am Rande angemerkt. Nicht gesellschaftlich, zumindest nicht in nächster Zeit wahrscheinlich, aber rein biologisch hat das wenig Nachteile. So, wie auch immer, jedenfalls trockene Deposition, angenehmeres Licht. UV-Strahlung spielt im Wald kaum eine Rolle. Du kriegst noch genügend Licht ab, um gerade als Mensch mit heller Haut trotzdem noch zum Beispiel Vitamin D zu produzieren. Waldlicht reicht aus für eine gewisse Vitamin D-Produktion. Freilandlicht ist zu viel. Kriegst du Hautkrebs, kriegst du Sonnenbrand, kriegst du etc. pp. Zumindest im Sommer. Ne? Und das ist einfach weniger Stress. Wenn deine Haut sich nicht darum kümmern muss, irgendwas gegen UV-Strahlung zu tun, wenn deine DNA in den Hautzellen nicht die ganze Zeit von UV-Strahlung zerbombt wird, hat dein Körper weniger damit zu tun, sich darum Sorgen zu machen zu müssen. Ja, das heißt, deine körpereigene Abwehr, sei es jetzt eben Aufbau neuer Hautzellen, weil die alten gerade zerbombt worden sind, Stabilisierung von DNA, weil die gerade denaturiert ist, weil sie eben von UV-Strahlung zerbombt worden ist, etc. pp. Das ist alles Arbeit, die dein Körper, ohne dass du das groß mitbekommst, wunderbar verrichtest. Das kriegt er auch problemlos hin, aber muss halt gemacht werden. So, und wenn das mal nicht gemacht werden muss, dann kann das ist so die Theorie, auch das ist noch nicht hundertprozentig bewiesen, vielleicht dazu führen, dass wir das als positiv empfinden. Dass uns also unser ansonsten ständig gestresster, unter Dauerstress durch UV-Strahlung stehender Körper jetzt auf einmal mal mitteilt, ey, das ist gerade ganz angenehm, dass es hier mal nicht so runterbrutzelt und ich mich nicht dauernd darum kümmern muss, hier irgendwelche Hautzellen zu ersetzen und ähnliches. Ja? Oder Stabilisierung und Stabilität der Hautzellen zu vergrößern etc. Das ist also ein angenehmes Licht. Es ist auch nicht so grell, dass man eigentlich gucken muss, dass man die Pupille zusammendrehen muss, damit man überhaupt noch was sieht. Man schwitzt nicht so sehr. Es ist eine angenehme Feuchtigkeit in der Luft häufig vorhanden. Das sorgt dafür, dass die Luftfeuchtigkeit als solche beim Bewegen durch den Wald für eine gewisse Kühle sorgt. Gerade im Sommer ist es im Wald einfach sehr angenehm vom Klima. Ja, muss ich niemandem erzählen. Ich meine, wir sind hier alles Leute, die gerne in den Wald gehen, auf diesem Kanal. Und das empfindet auch der Körper als angenehm. Du musst weniger schwitzen, du verbrauchst weniger Wasser, du hast weniger zu tun. Es ist ein Schonklima, nochmal, um das so zu formulieren. Ja? Das sind so die wesentlichen Effekte. Die gute, saubere Luft, die angenehme Lichtsituation und die fröhliche Luftfeuchte, die eben auch für eine angenehme, die gleichzeitig auch beim Einatmen in die Lunge, eine gewisse Luftfeuchte fürs Atmen kann für manche Leute positiv sein. Das ist einer der wenigen Faktoren, der für Leute, die ein spezielles Lungenleiden haben und zum Beispiel besonders trockene Luft brauchen, da mag das dann eben nicht so positiv sein. Ja? Für die funktioniert dann Waldbaden gegebenenfalls zumindest an Tagen, wo es feuchte Luft gibt, nicht so gut. Oder auch gar nicht. Ja, vielleicht ist es auch gegenteilig induziert, dass es ihnen dann eher schadet. Das gibt es, aber das sind nur sehr, sehr wenige Menschen, bei denen das so nicht funktioniert. Häufig spielt auch noch eine Rolle die Freiheit von Allergenen. Je nachdem, gegen was man allergisch ist, kann das was sein. Also zum Beispiel, wenn du jetzt Kastanienpollenallergie hast, Rosskastanie. Ja, die steht nicht im Wald rum, die steht in der Stadt rum.
Wenn du mit Weiden ein Problem hast und gehst irgendwo in den Bergwald, da wirst du keine Weidenpollen, außer vielleicht Salix Saalweide. Salix, ach, wie heißt sie denn? Ja, ist ja geil. Fällt mir gar nicht ein. Aber jedenfalls, das kann dann auch sein. Oder du hast Hausstauballergie. Gibt es im Wald gar nicht. Es gibt keine Hausstaubmilbe im Wald. Weg. Fertig. Fort. Ja? Und sonstigen Krempel. Einfach irgendwelche Zivilisationsallergien, die mit Zivilisationsdingen zusammenhängen, hast du im Wald alles nicht. Ja? Gluten gibt es da übrigens auch nicht. Das sind so Faktoren, die wahrscheinlich der wesentliche Faktor sind, weshalb prinzipiell ein längerer Aufenthalt im Wald durch die Abwesenheit von Schädlichem eine positive Auswirkung hat. Unser Körper genießt einfach mal, dass die ganzen stressigen Dinge mal nicht da sind. Das war die physische Komponente. Ja? Das ist auf Immunsystemebene und so weiter und so fort im Fleisch physisch stattfindend. So, jetzt haben wir ja noch einen Kopf. Ja? Und der macht bekanntermaßen hin und wieder dumme Sachen. Und das ist der andere Punkt, dass das Fehlen von sozialen Reizen beim alleinigen Aufenthalt im Wald oder nur mit Menschen, mit denen man absolut Freund ist, ja, die einen auf keinen Fall stressen und nichts keine negativen Gefühle auslösen. Wenn man mit so jemandem im Wald rumrennt, dann hast du, oder alleine, dann hast du halt das Fehlen von sozialen Reizen. Das heißt, insbesondere deine Psyche muss sich nicht damit beschäftigen, dass du gerade gut aussehen musst, dich an gesellschaftliche Normen halten musst, keine Ahnung, Spinat zwischen den Zähnen hängen hast oder einen Popel unter der Nase oder was auch immer, das interessiert keine Sau. Ja? Und diese Erkenntnis, dass es keine Sau interessiert und hier kein Mensch ist, dem du irgendwie gefallen oder mit dem du interagieren musst oder der dich nervt, das kann ja auch sein, dass es gar nicht darum geht, dass du jemandem gefallen willst, sondern dass andere Leute dir eben nicht gefallen, diese fehlenden sozialen Reize können für Leute, die über sozialer Überreizung leiden, das sind fast alle von uns, das gilt auch für, wenn du ständig in Social Media hängst und so weiter und so fort, auch die Abwesenheit vom Handy, so du es dann nicht mitgenommen hast oder halt mal ausgemacht hast, kann Digital Detoxing, wie man das heute so schön nennt, das ist auch immer ein Bestandteil des Waldbesuchs, es sei denn eben, du guckst die ganze Zeit aufs Handy, wenn du da durchrennst, dann dürfte die Wirkung auch nicht so deutlich sein, ne? Aber das ist auch nochmal ein ganz wesentlicher Punkt, weshalb das eben auch bei psychischen Problemen und da psychische Probleme, also psychischer Stress automatisch auch Stress für den Körper bedeuten, also auch physiologischer Stress, psychosomatische Erkrankungen, also die Psyche sorgt dafür, dass es auch ein körperliches Symptom gibt, weil du dich so sehr aufregst, dass du zum Beispiel Adrenalin ausschüttest die ganze Zeit und das ist nicht gut oder die ganze Zeit irgendwelche sonstigen Stresshormone, Cortisol, Cortison, ja, so, ja, ist auch egal. Jedenfalls so ein Zeug. Ne? Und auch da haben wir jetzt wieder einfach die Abwesenheit von Stress. Stress wird in der Ökologie bzw. Biologie einfach als Sammelsurium von Faktoren, die gegen den natürlichen, optimalen Ablauf eines Organismus in seiner natürlichen Umwelt gerichtet sind. Für einen Baum ist Stress Sturm, Gewitter, Dürreperioden. Ja, für einen Mensch ist Stress der Chef, die Frau, die Kinder. Nein, aber kann. Ne? Die Tatsache, dass du irgendwas erledigen musst, was du nicht erledigen möchtest, soziale Verpflichtungen, Steuererklärung, keine Ahnung, Besuch bei wem auch immer, zum Arzt, wenn du das nicht gerne machst, die Erkenntnis, dass du irgendeine fiese Krankheit hast, von der du bis gerade noch nichts wusstest, was natürlich gut ist, dass du es jetzt weißt, weil man dann dagegen was tun kann, aber im ersten Moment stresst dich das natürlich. Ja? Solche Dinge, all sowas hast du halt nicht im Wald. Da ist halt keiner, der dich stresst. Das ist schlicht und ergreifend die Abwesenheit des Problems sozusagen. Es ist natürlich nicht sinnvoll, die ganze Zeit einfach nur im Wald zu leben, um damit alle Probleme zu lösen. Wobei, aber deswegen tut's gut, einfach weil man da mal eine Pause macht. So, und im Detail wird jetzt noch weiter diskutiert, okay, es muss doch noch mehr positive Wirkungen als nur die Abwesenheit von Schlechtem geben. Der Wald muss doch noch an sich was Zusätzliches, Positives draufgeben. Da muss doch was sein. Das wird lange, lange intensiv und breit gesucht. Und was man jetzt vermutet, eventuell gefunden zu haben, sind sogenannte Terpene. Terpene sind Stoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, die im Sekundärmetabolismus von so ziemlich jeder Pflanze gebildet werden. Primärmetabolismus ist, du machst Zucker.
und baust den zusammen zu Zellulose und damit wächst er. Das ist primärer Stoffwechsel der Pflanze. Alles, was darüber hinaus noch passiert, Abwehrstoffe, Kommunikationsstoffe, irgendwelche Vorratsspeicherungen etc., das ist der Sekundärmetabolismus. Und im Rahmen dessen werden unter anderem Terpene gebildet. Unter anderem übrigens in Nadelbäumen vor allen Dingen. Die haben da recht viel von, steckt im Harz. Häufigster und prominentester Vertreter ist Alpha-Pinen. Das ist übrigens das Zeug, worauf auch der Borkenkäfer steht in der Fichte. Von daher ganz lustig. Aber das Zeug ist auch deswegen, weil der Borkenkäfer drauf steht, so gut untersucht. Und da können wir mit Sicherheit sagen, dass es in der Lage ist, in vitro, also im Reagenzglas, wenn du Alpha-Pinen über böses Zeug drüber kübelst, also du nimmst hier ein paar fiese Bakterien, nennen wir sie mal Corona, kippst sie in ein Reagenzglas und kübelst Alpha-Pinen drüber, so richtig viel, dann ist Corona kaputt. Ja, vielleicht, weiß ich nicht, ob das jetzt auch bei Corona funktioniert, aber gegen viele Bakterien hilft es, gegen einige Viren hilft es, aber eben nur, wenn du es direkt im Reagenzglas, da sitzt der Feind und da kippst du jetzt drüber. Und das ist immer das große Problem bei vielen Stoffen aus der Natur, die wirksam sind zur Verhinderung verschiedener Krankheiten, die antibiotisch wirken, antiviral, antitumorbildend, gegen den Pilz und was weiß ich. Das Fachwort kann ich mir immer nie merken. Ist egal, jedenfalls, das Problem ist, das muss ja, der Wirkstoff muss ja in deinem Körper dahin, wo die Bakterien, die Viren, die Pilze, die sonstigen ungebetenen Eindringlinge sich befinden. Ja, wenn du dir das auf die Stirn klatscht und hast einen kaputten Fuß, dann muss das jetzt durch deine Stirn versickern, irgendwo durch den Körper durchtransportiert werden, bis zum Fuß und da seine heilende Wirkung entfalten. Und das muss dein Körper erstmal begreifen, dass das, was du dir gerade auf die Stirn geklatscht hast, eigentlich zum Fuß gehört. Ja? Jetzt ist es natürlich naheliegend, dass man sich dann halt auf den Fuß klatscht. Und solange es ein äußerliches Problem ist und du das Zeug da wirklich direkt drauf klatschen kannst, wird das funktionieren. Hast du aber, keine Ahnung, Leberschäden, und frisst das, was da helfen soll, dann geht es dir durch den Magen und landet nicht zwingend in der Leber. Ja, also kann sein, je nach Stoff, je nach Situation, aber muss nicht zwingend. Oder hast du einen Hirntumor und mampfst was, landet es im Magen und nicht im Hirn. Wohl möglich schon, weil dein Körper einen Mechanismus hat, um das, was bei deinem Magen rausverdaut wird, ja im kompletten Körper zu verteilen. Oder halt da, wo es gebraucht wird. Wenn jetzt aber dieser spezielle Wirkstoff gar nicht erkannt wird, dass der ins Hirn soll, dann kommt er da auch nicht hin. Und das ist so das große Problem. Und das ist auch die große Kritik daran, dass Alpha-Pinen zum Beispiel oder andere Terpene, die beruhigende Wirkung haben, die, wenn bei direktem Kontakt mit uns unter gewissen Bedingungen eine hohe Dosierung genommen wird, ja, dann kann es zum Beispiel blutdrucksenkend sein, blutzuckerstabilisierend sein, Terpene. Ja, unter ganz bestimmten Bedingungen im Rahmen der Aromatherapie. Vielleicht schon mal gehört, das ist echte Medizin. Ja, das ist nicht Homöopathie, sondern Aromatherapie. Da sind wirkliche Stoffe am Werk, die eine Wirkung haben. Nicht Zucker in Kugelform, sondern echte Wirkstoffe, die tatsächlich was bewirken können. Und das meistens in sehr hohen Konzentrationen. So, und jetzt eben die Theorie, dass wenn das in der Aromatherapie funktioniert, dann sollte das doch theoretisch auch mit Waldluft funktionieren. Und der Professor, der übrigens die ganze Geschichte mit dem Shinrin-Yoku erfunden hat, der hat zum Beispiel diesbezüglich jetzt eine jüngere Studie durchgeführt, wo er 24 oder ich glaube 12, ich weiß es nicht mehr, 12 oder 24 Probanden ins Hotel geschickt hat und hatte die eine Hälfte hat einfach so im Hotel gepennt und ist dann wieder nach Hause gegangen, wurde dann auch untersucht und ist nach Hause gegangen und die andere Hälfte, die hast du heimlich, ohne dass sie es wussten, nachts durch ein geheimes Rohr in ihrem Hotelzimmer mit Waldluft begast. Ja? Und hinterher hat man die dann halt eben gefragt, wie haben sie geschlafen, war das alles in Ordnung und so weiter und so fort. Und da haben halt die Waldluftbegasten gesagt, das war alles ganz toll. Und die anderen haben gesagt, ja, war halt eine Hotelübernachtung. So in etwa. So, das Problem bei sowas ist, dass die Gruppen, ja, die sind zu klein. Also das ist ein schlechtes, beziehungsweise unzureichendes Studiendesign. Jetzt ist nicht unendlich Geld vorhanden, um ganz viele Hotelübernachtungen zu bezahlen, um ganz viele Hotelgäste mit Waldluft zu begasen, um das im großen Stil zu untersuchen. Deswegen ist es logischerweise eine kleine Stichprobe gewesen. Aber könnte sein, ja.
Allerdings können wir eben nicht physiologisch beweisen bzw. physiologisch nachvollziehen, dass die sehr geringe Terpenkonzentration unter anderem, die in der Waldluft rumschwirrt, weil das auch als Kommunikationshormon benutzt wird, also verschiedene Terpene gelten auch als Kommunikationshormon, das heißt, die werden vom Baum an die Luft abgegeben, von anderen Bäumen aufgenommen, das erzeugt dann gegebenenfalls eine Signaltransduktionskaskade, dass dann also das Signal aufgenommen wird vom Blatt, weitergegeben wird an den Zweig, weitergegeben wird an den Ast, weitergegeben wird an den Stamm, irgendwann in der Wurzel landet und die Wurzel weiß jetzt, regnet gleich, dann sauge ich schon mal ordentlich Wasser, weil es kommt ja eh gleich welches nach. Ja, zum Beispiel, irgendwie sowas in diese Richtung und ganz vereinfacht und vermenschlicht ausgedrückt ist natürlich in Wirklichkeit nicht so. Aber das ist so eine Funktion dieser Terpene, weshalb die einfach in der Waldluft herumschwirren. Wird zum Teil zur Orientierung von verschiedenen Tieren benutzt, wie beim Borkenkäfer, der sich eben an der Konzentration von verschiedenen Duftstoffen, verschiedene Borkenkäfer, jetzt nicht der Fichtenborkenkäfer, der kann Fichten nicht riechen, bevor er sie gefunden hat, der findet sie mehr oder weniger durch Zufall, aber wenn andere Käfer dann die Terpene aus der Fichte nehmen, die dann im Darm umbauen und quasi wieder rauspupsen sozusagen aus ihrem Einbohrloch, dann gibt das so ein Duftwölkchen, was vor der Fichte hängt und wenn da ein anderer Käfer reinfliegt, da geht's lang, zack, weiß er sofort, wo es lang geht und findet dann auch eben eine schon bereits befallene Fichte und dann können sie alle in die gleiche Fichte und die Fichte hat keine Chance mehr und die Fichte ist kaputt und der Käfernachwuchs kommt durch und dann haben wir den ganzen Salat und uns fehlen die Fichten. Ja? Das ist so die unter anderem einmal die angewandte Funktion. Der Käfer macht sich die Tatsache, dass es Terpene in der Waldluft gibt, zunutze und dem Baum sind sie dafür da, um eben mit Artgenossen oder anderen Bäumen oder generell zu kommunizieren. In tropischen Wäldern werden unter anderem solche Duftstoff oder solche generellen Aroma mehr oder weniger Moleküle verwendet, unter anderem um auch Wolken zu impfen. Heißt, die Wolke hängt da oben und regnet nicht ab. Warum nicht? Weil sie keine Kondensationskeime in der Wolke hat. Es muss irgendwas drin sein in der Wolke an fester Substanz, nicht Gas, sondern Krümel, an denen ein Wassertropfen kondensieren kann. Und erst wenn der daran kondensiert, gibt es so viel Wasser auf einmal, dass es dann wiederum zu schwer ist, als dass es da oben noch rumhängen könnte und dann kommt es halt runter und dann regnet es. Ja, und das kann der tropische Regenwald, wie wir inzwischen relativ gut beweisen können, ist immer noch nicht ganz klar, aber sieht so aus, als ob der das herbeiführen könnte, indem er halt eben besonders viele kleine Molekülchen gasförmiger Art, die aber schon so einen Kern in der Mitte tragen, ne, in die Luft ablässt und die als Kondensationskeim dazu führen, dass es dann halt eben entsprechend regnet. So, ja, also einfach ein paar Beispiele für Dinge, die vom Wald an die Luft abgegeben werden und wer im Wald rumrennt, atmet das Zeug ein. Wenn ihr mal in einem Wald mit intensivem Pilzgeruch rumgelaufen seid, wo es einfach so pilzig riecht, dann liegt das daran, weil ihr wahrscheinlich in einem Wald mit der Humusart Moder, ja warum heißt der wohl so, unterwegs wart und das wird eben auch diskutiert, ob vielleicht auch Pilzinhaltsstoffe, Pilze haben ja Stoffe ohne Ende, ja, das sind, wenn es jemanden gibt, der so richtig viel krasses Molekülzeugs zusammenbaut und an die Umgebung und sonst wohin abgibt, dann sind es die Pilze. Ja. Also nicht der Chemiker eures Vertrauens ist krass, sondern die Pilze, die sind krass. So, und das mag also auch durchaus sein, dass viele Pilzinhaltsstoffe dafür vielleicht verantwortlich gemacht werden können, dass spezielle uns besonders gut tun. Tatsächlich gibt es viele Menschen, das ist mir persönlich Beobachtung, aufgefallen, keine Ahnung, ob das stimmt, ist nur eine persönliche Beobachtung, anekdotische Evidenz könnt ihr gleich wieder vergessen, aber ich erzähle es jetzt trotzdem. Es gibt Menschen, die wirklich zur Kenntnis nehmen und es als sehr wohlfühlend empfinden, wenn sie durch einen pilzreichen Moderwald durchlaufen, wo du wirklich auch so einen gewissen pilzlichen Geruch in der Nase hast, dass das als sehr angenehm empfunden wird, dass die sich da sehr wohlfühlen und ihnen das irgendwas gibt. Ich gehöre nicht dazu, aber ich beobachte das bei Leuten, mit denen ich im Wald unterwegs bin, sehr, sehr häufig, dass das zur Kenntnis genommen wird, bevor ich es erwähne, dass wir gerade in einem Moderwald sind. Und danach wird es erst recht zur Kenntnis genommen und als angenehm empfunden. Das ist eine ganz interessante Sache. Aber ja, nur anekdotische Evidenz. Ne? Es ist nicht so, dass ich darüber jetzt demnächst promoviere oder so. Wobei, nein. Ja, so, das waren die ganzen positiven Sachen und ein bisschen Zeug, warum ist das so und so weiter. Es gibt
insgesamt in diesem ganzen Bereich leider viele Studien, bei denen man eben sagen muss, die sind halt nicht besonders evident. Ne? Also da fehlt es ein wenig an Probanden, da ist die Methodik nicht ganz ausgereift. Beispiel, die berühmte an die Wand oder ins Grüne guck Studie von 1984 in Science erschienen, oder war es Nature, ich weiß es nicht mehr. Da hatte man untersucht bei wenig Probanden, auch irgendwie so 10 bis 20, sowas um den Dreh, die im Krankenhaus lagen und nach verschiedenen Gebrechen, OPs und so weiter und so fort, hat man sie unterschiedlichen Zimmern zugewiesen. Und die einen kamen in ein Zimmer und mussten auf eine Wand gucken, aus dem Fenster raus, puff, Wand. Und die anderen kamen in ein Zimmer und haben aus dem Fenster rausgeguckt in die Natur. So, und Überraschung, diejenigen, die in die Natur geguckt haben, also ins Grüne, die hatten kürzere Genesungszeiten und insgesamt eine bessere Zeit im Krankenhaus. So, hat jetzt der alleine Blick auf Grünzeug eine gesundheitsfördernde Wirkung oder ist die Abwesenheit von Schlechtem, wie das Anstarren einer Wand, der Effekt? Und das wissen wir jetzt nicht. Ja, das ist bis heute sehr umstritten, ob das jetzt wirklich am ins Grüne gucken gelegen hat oder einfach die Tatsache, dass man insgesamt die schönere Aussicht gehabt hat. Muss es grün sein oder hilft einfach nur Ästhetik? Wäre es auch toll gewesen, wenn man eine sehr attraktive, subjektiv als sehr attraktiv empfundene Frau vor das jeweilige Fenster gestellt hätte, sofern dann ein Mann, ein heterosexueller Mann, im entsprechenden Krankenbett liegt. Na? Oder umgekehrt, oder sucht euch was aus. Ne? Geschmäcker sind ja verschieden, bekanntermaßen. Das ist auch gut so. Aber schwierig. Na? Darum wollte ich das einfach nur mal erwähnt haben. Die wird ganz häufig in diesem Zusammenhang erwähnt, die ins Grüne Cook-Studie. Die hat irgendeinen anderen Namen, aber man kann sie so ganz schön zusammenfassen. Ja, das sind die Terpene. Generell muss man allerdings bei dem ganzen Waldbadezeug auch ein wenig aufpassen, dass man nicht zu sehr in die Esoterik-Richtung abdriftet, weil zwischen seriösen Waldbadeangeboten, wo einfach Achtsamkeitsübungen im Wald durchgeführt werden und hinterher gehen alle glücklich nach Hause, was wirklich seriös und legitim und alles super, gibt es natürlich auch so Sachen, wo dir dann irgendwas von irgendwelchen seltsamen Kräften und grünen Energien und komischen Kraftfeldern und anderen Geschwurbel vorgeschwurbelt wird. Die Wirkung tritt dann trotzdem ein, weil du bist ja trotzdem im Wald gesessen und hast dich auf ein nicht vorhandenes Energiefeld konzentriert oder irgendwelche nicht vorhandenen Stoffe inhaliert oder was weiß ich. Ja? Oder glaubst halt ganz fest daran, dass Terpene dir besser helfen als Chemotherapie, falls du Krebs hast oder sowas in die Richtung, was de facto nicht der Fall ist. Ja? Also möglicherweise helfen Terpene tatsächlich gegen Krebs. Das wird auch eben im Rahmen von Waldbaden diskutiert. Sie stärken auf jeden Fall das Wohlbefinden, also das Waldbaden als solches, ob es an den Terpenen liegt, das wissen wir ja wieder nicht genau. Also wenn du Krebs hast, geh in den Wald. Aber mach bitte auch eine Chemotherapie zum Beispiel, ja? Sofern du dann vorhast zu überleben oder zumindest eine Chance haben möchtest oder eine gute, die bestmöglichste, sagen wir es mal so, Chance zum Überleben, zur Heilung haben möchtest. Ja, aber das mit der Esoterik, die halt auch daran gekoppelt sein kann, ist das jetzt schlimm, ist das nicht schlimm? Ich persönlich habe ja eine große Abneigung gegen alles, was auf nicht nachweisbaren wissenschaftlich nicht nachweisbaren Schwachsinn basiert. Aber im Grunde ist egal, wenn es dir hilft, dann kannst du auch an irgendwelche komischen grünen Strahlen, die da im Wald rumsausen und kleine grüne Männchen und Hugo den Kobold oder Troll, ich glaube, das ist ein Troll, glauben. Ja, alles in Ordnung, solange es dir hilft. Und solange da kein Geschäftsmodell draus entsteht, weil da ist dann der Punkt erreicht, wo es dann halt doch schädlich wird, wenn jetzt halt jemand irgendwie damit wirbt, statt normalem Waldbaden das super wirksame Waldbaden mit grüner Schwurbelstrahlung anzubieten und dafür dann, keine Ahnung, 40 Euro die Stunde extra nimmt, über den normalen Waldbadetarif, das ist gar nicht so teuer, hinaus, dann ja, dann ist das schon irgendwo Betrug natürlich, ne? Weil ja nachweisbar nichts ist über das Normale hinaus, das du aber trotzdem bezahlst. Das ist ein bisschen wie Mondholz. Ne? Mondholz ist gutes Holz, es wäre aber auch dann gutes Holz, wenn es nicht zu irgendeiner bestimmten Mondphase eingeschlagen worden wäre. Und wenn du extra was dafür bezahlst, dass es in einer bestimmten Mondphase eingeschlagen worden ist, dann ist das, was du dazu extra bezahlst, für die Tatsache der Mondphase
esoterischer Schwachsinn auf ein gutes Produkt. Das Produkt bleibt ein gutes Produkt, hätte aber weniger teuer sein müssen, weil du jetzt den Esoterik-Krempel mitbezahlt hast. Anderes Beispiel, Demeter-Produkte. Ja, wenn du bei Demeter irgendwas einkaufst, Demeter Milch, Demeter Käse, dann unterstützt du einen sehr guten, vorbildlichen Biobetrieb. Vergleichsweise vorbildlich. Den Tieren geht es da vergleichsweise sehr gut für Landwirtschaft, normale. Ne? Also was heißt normale? Gute Landwirtschaft ist trotzdem immer noch Landwirtschaft. Kann man sich streiten, kann man Veganer werden. Ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Darf ja jeder machen, der das möchte. Aber Demeter ist vergleichsweise gut, was Tierleid angeht, also wenig Tierleid angeht und Tierhaltungsbedingungen und auch eben keine Pestizide auf dem Acker etc. pp. Aber sie vergraben auch irgendwelche mit Mist gefüllten Kuhhörner, an denen irgendwelche kosmischen Schwachsinn, von den Rudolf Steiner sich mal ausgedacht hat, konzentriert wird und damit da irgendwas anders wächst. Sie sagen noch nicht mal, es wächst besser, sie sagen, es wächst anders. Nein, tut es nicht. Ist bewiesen, tut es nicht. Hat man untersucht, ist alles Schwachsinn, ist esoterischer Quatsch. Ja? Aber das Produkt ist gut. Jetzt ist halt die Frage, wie viel kostet jetzt ein Demeter Liter Demeter Milch mehr, weil Geschwurbel drin steckt, plus ein gutes Produkt, das zusätzlich geschwurbelt wurde sozusagen, als einfach ein Liter sehr gute Milch, die gut schmeckt. Und jetzt ist halt die Frage, will man in Liter sehr gute Biomilch haben und es ist einem Wurst, dass man noch 2 Schwurbelcent abdrücken muss? Oder will man ums Verrecken die 2 Schwurbelcent nicht zahlen, so geht's mir, und kauft sowas dann nicht? Ja? Und in dem Zusammenhang können wir das eben auch auf das Waldbaden übertragen. Wenn man Waldbaden geht, aus meiner Sicht sollte man dann halt gucken, dass man seriös Waldbaden geht, wo dir nichts von irgendwelchen nicht vorhandenen Energien erzählt wird. Und mir persönlich wäre das wichtig. Aber letzten Endes, wenn es einem egal ist, dass man es draufzahlt für die grüne Energie, die nicht existiert, kann man das natürlich auch machen. Jeder darf sein Geld für den Schwachsinn ausgeben, den er für sinnvoll hält. Ja? Solange es nicht Biowaffen oder Ähnliches ist. Ja, wichtig ist dann noch als Letztes und dann habe ich es. Hier spielt mit Sicherheit der Placebo-Effekt eine große Rolle. Ja? Oder auch der positive Nocebo-Effekt, dass man die Abwesenheit von Schlechtem als so toll empfindet, dass man dadurch mehr Nutzen zieht, als tatsächlich physisch auf den Körper einwirkend wirklich vorhanden ist. Und man, weil man sich gut fühlt, das so sehr auf seine Biologie projiziert, dass tatsächlich der effektive Stresslevel abnimmt. Häufig, die meisten von uns dürften als Zivilisationsbewohner mehr Stress haben, als wir biologisch eigentlich haben müssten, weil ja soziale Faktoren eben auch körperlichen Stress auslösen. Ja? Erhöhten Puls zum Beispiel, erhöhten Blutdruck etc. pp. Ja, und einfach die Abwesenheit davon uns dann gut tut. Ja, also es ist ein ganz großes Zusammenspiel von psychischen Effekten und diese auf die physischen Effekte. Aber ob es wirklich irgendeinen geheimen Stoff, den wir noch nicht entdeckt haben, gibt, der im Wald rumwabbelt und uns gut tut, das ist halt eben sehr, sehr zu bezweifeln. Nichtsdestotrotz, geht in den Wald, tut euch gut. Ja? Und als Letztes noch, generell gilt für alle Studien, das wollte ich einfach nur noch mal gesagt haben, die in diese Richtung durchgeführt werden oder fast alle Studien, dass wir häufig den subjektiv empfundenen Nutzen deutlich über dem gemessenen, also wenn du zum Beispiel den Blutdruck gemessen hast oder irgendwelche Stresshormone im Blut, der gemessene Nutzen ist immer deutlich kleiner als der empfundene Nutzen. Die Leute, die aus dem Wald kommen, erzählen dir, dass das unglaublich klasse ist und sie sich jetzt total toll und entspannt fühlen, bis das nächste Mal wieder ihrem Chef begegnen. Und messen kannst du aber nur minimale Veränderungen. Das war mir einfach noch wichtig, das nochmal aus Transparenzgründen erwähnt zu haben. Nichtsdestotrotz, geht in den Wald, tut euch gut und lasst euer Handy daheim, guckt mich vorher oder guckt mich hinterher, aber nehmt mich nicht mit. Es sei denn, ihr habt Bock auf eine Führung mitzukommen. Ich blende euch hier unten gerade nochmal schnell ein, die Termine, wo noch ein paar mehr Plätze frei sind als woanders, weil ja, das tut auch gut. Ja. Das ist fast schon meditativ, mir die ganze Zeit 6 Stunden beim Quatteln zuzuhören. Ja, man kann da auch bei wunderbar abschalten und einfach nur Terpene inhalieren. Ist auch in Ordnung. Ja? Hauptsache, die Kasse klingelt. Spaß. Ne? Nur Spaß. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Es fängt an zu regnen und meine Frau hat Pizza gemacht. Beziehungsweise ist gerade dabei und ich muss beim Belegen helfen. Das heißt, ich muss dringend wieder heim. Tschüss.